Liebe alte Hasen, dass ich mich mal selbst in dieser Deklaration wiederfinden würde, ist schon etwas befremdlich. Ja, egal. Das, worum es in dieser Folge geht, kennt ihr zu Genüge. Denn früher war es ja quasi unumgänglich, sich seinen PC selbst zusammenzuschustern. Aus eigener Erfahrung heraus meine ich aber zu wissen, dass es den ein oder anderen jüngeren Mitmenschen gibt, der sich vielleicht doch dafür interessieren könnte. Dazu kam der Zufall, dass ich eigentlich nur eine einzelne Steckkarte haben wollte, aber ein ganzes System bekam. Vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl. Wir friemeln uns ein 486er System zusammen. Das hier ist ein sogenanntes AT-Mainboard. AT steht für Advanced Technology. Dieser Begriff wurde von IBM 1984 mit dem damaligen PC-Modell 5170 eingeführt. AT löst seinen Vorgänger XT, Extended Technology, und den ursprünglichen PC, IBM Modell 5150 von 1981 ab, bleibt jedoch kompatibel zu diesen beiden. Rein zeitlich bewegen wir uns hier also nun zwischen 1984 und etwa 1996, als AT von ATX abgelöst wurde, was wiederum für Advanced Technology Extended steht. Diese Normungsbegriffe beziehen sich auf die Form und Bestückung von Mainboards, Netzteilen, Gehäusen und, wenn auch dies selbsterklärend sein sollte, von den jeweiligen Erweiterungssteckkarten. Unser Board hier ist ein, sagen wir mal, Wald- und Wiesenboard, wie man es damals oft antreffen konnte. Beginnen wir mit dem einfachsten, den integrierten Anschlüssen für Peripheriegeräte. Da gibt's nämlich nicht viel zu sagen. Man kann hier die Tastatur anschließen und das war's schon. USB gab es damals noch nicht. Sound- und Grafikkarten waren noch nicht auf dem Mainboard integriert, ebenso wenig die Netzwerkkarten oder weitere Anschlussmöglichkeiten, die wir heute als normal empfinden. Beim Tastaturanschluss finden wir die damals typische DIN-Bauform. Diese ist zwar mechanisch kompatibel zu den Vorgängern im XT und PC, allerdings sind sie elektrisch abweichend beschaltet. Man braucht also zwingend eine AT-Tastatur. Sonst tut sich nichts. Wenn wir in der oberen rechten Ecke bleiben, entdecken wir hier die Stromversorgung der Platine. Wer heute einen PC aufbaut, erkennt direkt den frappierenden Unterschied in der Bauform der Stecker. Um P8 und P9 nicht zu vertauschen, gibt es eine einfache Merkregel: Schwarz zu Schwarz. Die meisten Farben haben sich in ihrer Bedeutung bis heute gehalten. Wobei ich bei heutigen Netzteilen einigermaßen geschockt bin. Das in meinem Videoschnitt-PC hat zum Beispiel nur noch schwarze Strippen drin. Naja, hier entspricht jedenfalls Schwarz Masse. Gelb plus 12 Volt, Braun minus 12 Volt, Rot plus 5 Volt, Weiß ist das Power-Good-Signal, welches plus 5 Volt liefert, sobald sich alle Spannungen stabilisiert haben. Und dann gibt's noch Blau für minus 5 Volt. Die Amiga-Freunde horchen jetzt auf. Ja, so ein klassisches AT-Netzteil liefert alle Spannungen, die auch ein Amiga benötigt. Neben dem Stromanschluss finden wir den Chip, auf welchem sich das BIOS befindet. Das Basic Input-Output System. Auf den Inhalt dieses Chips greift das System als erstes zu, wenn es von Dark and Cold, wie die Piloten sagen würden, eingeschaltet wird. Es ist eine Art Mini-Betriebssystem, welches die im System vorhandene Hardware konfiguriert und prüft. Ab der AT-Generation ist es möglich, als Anwender die Einstellungen des BIOS zu ändern. Dazu kommen wir dann später, wenn wir das Teil in Betrieb nehmen.
Man kann es etwa mit dem Kickstart des Amiga vergleichen, wobei man das ja nicht direkt modifizieren kann. In moderneren PCs hat UEFI das klassische BIOS abgelöst. Zum BIOS gehört dieser Tonnenakku hier. Nur solange dieser Akku Spannung hat, kann sich das BIOS seine Einstellungen behalten. Ist der Akku leer, so setzt sich das BIOS auf seine Werkseinstellungen zurück. Und ja, liebe Amiga-Kameraden, ich weiß, das Ding muss dringend runter. Wer es noch nicht gehört hat, diese Akkus haben ihre Lebensdauer weit überschritten und laufen aus und zerstören somit umliegende Bauteile und die Platine. Deswegen runter mit dem Ding. Dieser strahlend weiße Bereich hier soll den Arbeitsspeicher aufnehmen. Es gibt insgesamt 8 Slots für sogenannte SIM-Module, Single Inline Memory Module. Diese lösten die zuvor bei PC und XT gängigen einzelnen RAM-Speicherchips ab. Auf ihnen kann deutlich mehr Speicher bei geringerem Raumbedarf untergebracht werden. Und ganz nebenbei ist die Montage deutlich einfacher. Die 8 Slots sind in 2 sogenannte Bänke aufgeteilt. Bank 0 und Bank 1. Ich bestücke jetzt einfach mal alle Bänke mit irgendwelchen Sims, die ich hier noch rumfliegen habe. Mal schauen, das BIOS wird uns schon verraten, wie viel Megabyte hier zusammenkommen. Die Bestückung muss jedenfalls immer bankweise erfolgen. Die beiden Chips hier integrieren in sich die Steuerungslogik des Mainboards. Mehr ins Detail möchte ich hier nicht gehen. Es sind quasi die Großväter von North and South Bridge und was es sonst noch heute für Bridges auf den Boards gibt. Und damit kommen wir schon zum Hauptdarsteller auf dieser Platine, der CPU, sprich dem Hauptprozessor, welcher dem ganzen System seinen Namen gibt. Es ist ein 486er mit durchgängigen 32 Bit. Genauer eine Cyrix 486 DLC mit sagenhaften 33 MHz Taktfrequenz. Also im heutigen Sprech wären das 0,033 GHz. Diesen Prozessor gab es ab 1992. 486er Prozessoren wurden von unterschiedlichen Herstellern, etwa Intel, AMD, IBM, Texas Instruments oder eben auch Cyrix hergestellt und jeder hat so seine eigene Bezeichnung dafür. Kompatibel sind sie aber alle zueinander. Wobei man erwähnen sollte, dass Cyrix den 486er bei Intel nicht einfach nur abgekupfert hat, wie AMD dies tat, sondern das Ding tatsächlich selbst entwickelt und daher ein paar spezielle Features realisiert hat. Um uns hier aber nicht in Details zu verlieren, bleiben wir bei der Bezeichnung DLC. Dies steht für einen Prozessortyp ohne numerischen Koprozessor, also ohne integrierte FPU. Was für Floating Point Unit, zu Deutsch Gleitkommaeinheit, steht. Dieser 486er hat ein ganzes Kilobyte an Level 1 Cache. Von der Gesamtleistung her entspricht er in etwa einem Intel 486 SX mit 25 MHz. Dass ihm die FPU fehlt, wird auf diesem Board direkt in der Nachbarschaft aber wieder wettgemacht. Dieser Chip hier ist die FPU, welche dem 486 DLC hilfreich bei Gleitkomma-Operationen zur Seite steht. Und was fällt hier generell auf, liebe PC-Bastler der heutigen Zeit? Richtig, keinerlei Kühlungsvorrichtungen auf der CPU. Heute absolut unvorstellbar, aber dieses Ding hier hat weder eine passive noch eine aktive Kühlung. Der Prozessor erzeugt schlichtweg nicht so viel Abwärme, als dass diese ihm selbst noch seiner Umgebung irgendwie Schaden zufügen könnte. Tatsächlich habe ich auch einen 486er mit 66 MHz in meiner Sammlung, den man ebenfalls komplett ohne Kühlung betreiben könnte. Nun, könnte vielleicht ja, wollen tue ich das aber dann doch nicht, denn die Oberfläche wird schon sehr heiß. Also heiß fürs menschliche Empfinden. Dem Prozessor selbst mag's vielleicht nichts ausmachen. Und was steht denn da? Jumper 16 CPU Clock Select. Aha. Overclocking in den 90ern.
da ging das noch per Hardware-Setting. Na, vielleicht probiere ich es später mal aus. Von 33 auf 40 MHz übertakten, ja, das sind immerhin 17,5% mehr Speed. Vom Level 1 Cache sprach ich schon, hier sehen wir etwas, was es heute so auch nicht mehr gibt, auf dem Mainboard ausgelagerte Level 2 Cache. Und wie man sieht, noch ausbaufähig. Derzeit sind hier 128 KB installiert. Was macht der Cache überhaupt? Nun, ganz simpel gesprochen, handelt es sich hierbei um ein superschnelles Kurzzeitgedächtnis exklusiv für die CPU. Hier werden oft verwendete Prozeduren abgelegt, damit die CPU schnell darauf zugreifen kann. Mal ein ganz plattes Beispiel. Wenn ihr im Kopf 12x36 rechnen sollt, dann dauert das entweder eine gewisse Zeit, ihr errechnet das Ergebnis also mühsam, oder ihr wisst das Ergebnis halt einfach schon auswendig, da ihr es in eurem Cache habt, weil ihr die Aufgabe zuvor schon mal gerechnet hattet. Bereits kleine Mengen Cache können eine mächtige Beschleunigung bedeuten, je nach Anwendungsfall. Hier haben wir noch ein paar Anschlusspins. Zum einen für den PC-Speaker. Was anderes als schrill piepsen kann so ein AT von Haus aus ja nicht. Wie gesagt, Sound Onboard gab es noch nicht. Das hier ist der Anschluss für etwas, was es heute auch nicht mehr gibt. Die Turbo-Taste. Wobei es eigentlich korrekt Slowdown-Taste heißen müsste. Der Prozessor arbeitet normalerweise bei seiner vollen Geschwindigkeit. Werden diese Kontakte hier geschlossen, so wird die Geschwindigkeit gedrosselt, für gewöhnlich halbiert. So etwas kann nötig sein, wenn man Software verwendet, die in Abhängigkeit der Prozessorgeschwindigkeit arbeitet und eventuell bei voller Geschwindigkeit Probleme bereitet. Eine Slowdown-Taste hätte sich aber blöd verkaufen lassen. Also hat man es marketingtechnisch korrekt umgekehrt und eine Turbo-Taste daraus gemacht. Um den Turbo-Zustand anzuzeigen, gibt's hier noch einen Ausgang, an dem eine LED angeschlossen werden kann. Richtig coole ATs haben in ihrem Gehäuse eine 7-Segment-Anzeige, welche die aktuell anstehende Taktrate anzeigt. Das ist der Anschluss für die Reset-Taste. Findet man an modernen PCs eigentlich auch nicht mehr. Ebenso ausgestorben ist der Keylock-Anschluss. Vermittels eines mechanischen Schlosses, welches einen elektrischen Kontakt betätigt, kann man hierüber Tastatureingaben blockieren. Also quasi die Workstation gegen unbefugten Zugriff sichern. Was dabei alles gesperrt wird, das kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Und nun kommen wir zu den Bauteilen, die dieses Mainboard dominieren. In brillantem Schwarz die ISA Industrial Standard Architecture Erweiterungskartenslots. Diese gibt es in kurz und lang. Und es ist so herrlich einfach. Die kurzen sind Überbleibsel aus der Ära der PCs und XTs und haben 8 Bit. Die langen hingegen haben 16 Bit und feierten hier im AT ihr Debüt. Im Übrigen wurde der Bus erst ab dem AT mit 16-Bit-Slots als ISA bezeichnet. Zuvor nannte man den Bus einfach PC-Bus. Erst nach dem Aufkommen der 16-Bit-Slots wurde auch der PC-Bus retrograd als ISA-Bus bezeichnet. Die beiden Varianten sind zueinander kompatibel, man kann also eine kurze 8-Bit-Karte auch in einen 16-Bit-Slot stecken. Und ja, so komisch es klingen mag, man kann auch manche 16-Bit-Karten in 8-Bit-Slots betreiben, wenn diese einen 8-Bit-Modus unterstützen. Sieht dann zwar komisch aus, wenn hinten die Kontakte frei in der Luft hängen, aber immerhin. Jetzt mag man ja denken, alter Vater, 8 Slots ist schon ein bisschen Overkill, oder? Na, nicht ganz. Man bedenke den Umstand, den wir zuvor gesehen hatten. Außer dem Anschluss für Tastatur gibt's nix on board. Wir brauchen also Schnittstellen für einen Bildschirm, für die Soundausgabe, für die Ansteuerung von Laufwerken und eine Maus wollen wir ja vielleicht auch noch haben. Da wird also einiges belegt werden an Slots. Tja, und was wäre wohl jetzt das nächstwichtigste?
Jo, klar. Derzeit können wir hier noch gar nichts sehen. Irgendwie muss da ein Monitor dran an unseren AT. Also mal her mit einer Grafikkarte. Hier haben wir eine klassische VGA-Karte. VGA für Video Graphics Array. Dieser Standard wurde von IBM 1987 eingeführt und bildet quasi das Fundament des letzten weit verbreiteten analogen Grafikstandards für PCs. Alles, was danach kam, was wir heute kennen, also DVI, HDMI oder DisplayPort, sind digital. VGA zeichnet sich durch eine Mindestauflösung von 640x480 Bildpunkten und mindestens 16 Farben aus. Deutlich beliebter und bekannter und wichtiger für uns Spielkinder ist aber der 320x200 Modus mit ganzen 256 Farben. Die meisten DOS-basierenden Spiele nutzen diesen Modus. VGA ist der Nachfolger des älteren EGA, dem Enhanced Graphics Adapter und dem noch älteren, generell ersten grafischen Standard für PCs, CGA, Color Graphics Adapter. VGA ist weitestgehend kompatibel zu seinen Vorgängern. Anhand des Größenvergleichs der Karten kann man wunderbar die höhere Integrationsdichte erkennen. Die VGA-Karte ist hier die kleinste, kann aber am meisten. VGA-typisch ist auch, dass sie mindestens einen Grafikspeicher von 256 KB und in diesem charakteristischen dreireihigen 15-poligen D-Sub-Anschluss hat. Also stopfen wir die Karte mal in einen passenden 16-Bit-ISA-Slot. Boah, Hardware eingebaut. Jetzt sollte man meinen, dass man als nächstes den passenden Treiber dafür installieren muss. Nee, geht in dem Zustand hier ja auch irgendwie gar nicht, ist auch nicht nötig und es muss nicht sein, denn das System startet im 80x25 Zeichen Textmodus. Also, Monitor ist dran, Netzteil ist dran. Ach ja, hier haben wir noch ein Erkennungsmerkmal von AT-Netzteilen. Sie haben einen richtigen Schalter. Es gibt hier also keinen Standby-Betrieb. Wenn hier abgeschaltet wird, dann ist der Ofen wirklich aus. Modernere Bauformen wie etwa ATX haben ihren Power-Switch mit dem Mainboard verbunden. Somit ist kein echter Hauptschalter mehr, sondern ein einfacher Trigger, mit dem sich dann so Sachen machen lassen wie der Energiesparmodus oder auch softwaregesteuertes Neustarten. Kehrseite der Medaille: Die modernen PCs sind nie wirklich abgeschaltet und ziehen immer etwas Strom. So, jetzt kommt's drauf an. Strom ist drauf, Bildschirm erwacht zum Leben und das BIOS, hier eines des Herstellers AMI, American Megatrends Incorporated, zählt und prüft den installierten Arbeitsspeicher. Der Prozess lässt sich beschleunigen, indem man auf Escape drückt. Tja, wir sehen, es werden 8 MB erkannt. Das bedeutet jetzt entweder, dass ich tatsächlich 8 MB installiert habe oder dass das System maximal 8 MB verwalten kann. Soll uns nicht stören, für einen 486er mit 33 MHz gehen 8 MB absolut in Ordnung. Hätte mir früher alle Finger danach abgeleckt. Mein 486er dieser Tage hatte damals nur 4 MB. Diese Tabelle kommt vom BIOS und gibt Auskunft über dessen Einstellungen bzw. über die Hardware, die identifiziert werden konnte. Und hier unten steht nun, wie zuvor gezeigt, die Info, das System hat 128 KB Cache. Tja, und jetzt geht's erstmal nicht weiter, denn der PC findet nichts zum Booten. Keine Diskette, keine Festplatte. Tja, ist klar, denn sowas ist ja alles noch gar nicht hardwareseitig vorhanden. Vor allem die frühen PCs von IBM haben für so einen Fall noch BASIC im ROM, welches sie dann laden. Das sieht dann so ähnlich aus wie beim C64 von Commodore. Unser 486er hier ist jetzt allerdings komplett hilflos. Jetzt wird das Ding doch ein Zweiteiler, nicht zu fassen. Da kündige ich erst an, dass ich keine Eigenproduktionen mehr machen werde und dann passiert sowas. Na okay. Da fällt mir quasi dieses Board vor die Füße und ich muss halt einfach was dazu machen. Ich komme halt nicht umhin zuzugeben, dass mir neben dem Amiga die PC-Welt tatsächlich noch
am nächsten steht. Also, in der nächsten Folge zum Thema schauen wir uns noch die Multi-IO-Karte, das BIOS und die Soundkarte etwas genauer an. Alles Dinge, die man in heutigen PCs integriert auf dem Mainboard drauf hat. Naja, und freilich müssen wir auch dann mal noch gucken, was die Kiste denn überhaupt so leistungstechnisch kann. Da es gerade Stand heute so brennend aktuell ist, möchte ich euch jetzt nicht darum bitten, das Digital Retropark Computer- und Spielekonsolenmuseum in Offenbach am Main zu besuchen. Es hat wegen der Corona-Krise sowieso geschlossen. Seid also so gut, achtet aufeinander, haltet den nötigen Abstand und bleibt's mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.